Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Final Fantasy 16 hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ihr seht's hier schon, wir haben die Macht des Blitzes. In der letzten Folge haben wir uns ein Stück der Essenz Ramus einverleibt. Jetzt gucken wir mal, was wir damit machen können. Das Beschwören von Ramus Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Gewitter. Ein Hagel aus Blitzschlägen, der alle Gegner in der Nähe zurückwirft. Mehr Details findest du im Reiter Fertigkeiten, bla bla bla. Mit Ramus Esper-Kraft Blinde Gerechtigkeit kannst du eine Salve Kugelblitze auf bis zu 9 fixierte Ziele werfen. Die Blitze bleiben für kurze Zeit an den Zielen hängen und können durch Folgeangriffe entladen werden. Okay. Moment. Aua. Ah, okay. Und dann nochmal mit Kreis. So. Nee, halt. Moment. So. Jo, das war das. Okay. Achso, der ist schon erledigt. Na dann. Er ist hier drin. Bring mir seinen Kopf. Okay, und die nächsten Kadetten. Wie viele denn noch? Die Tat lässt grüßen. So. So, jawohl. Nee, komm her hier. Dich will ich. Jawohl. So, aha. Okay, mit drei Espern wird es ehrlich gesagt schon ein bisschen kompliziert, die Fertigkeiten ne, zu tauschen etc. Aber kriegen wir irgendwie hin. Lass sie mit der Katze spielen. Oh, ein Schmusekater. Du kriegst, was du verdienst, Sid. Die Biester sind schnell. Dann müssen wir schneller sein. Okay, dann ab dafür. Nein, nicht getroffen. So. Komm her. Ich bekomme mal auch raus zum Spielen. Jawohl. Oh shit. Okay. Aua. Nix da. Aua. Oh shit. Moment. Ich hab ja gar nicht Torgal ausgerüstet, sie merke ich gerade. Okay.
Jawohl. So, dalmekischen Kriegspanther erlegt. Geil. Oh, neues Level. Jo, Stufe, was haben wir, 25? Ja, nice. Finde ich gut. Und was haben wir noch gekriegt? Blitzsplitter. Hallöchen. Mit zur Herstellung von Ausrüstung. Nice. Meteorstein, das kennen wir. Okay. Vergesst es. Sie werden Kupka warnen. Lass sie. Für einen Tag wurde mehr als genug Blut vergossen. Mörder! Ohne dich wären unsere Freunde nicht tot. Hörst du mich? Wir waren nur Köder, um dich aus deinem stinkenden Rattenbau zu locken. Warum bist du nicht einfach dort geblieben? Was willst du überhaupt hier? Wir wollten nie gerettet werden. Sollen wir euch etwa dafür danken? Jetzt werden sie uns jagen. Wir sind alle so gut wie tot. Seit 5 Jahren kämpfen wir, um uns ein besseres Leben zu sichern. Damit wir endlich gleich behandelt werden. Wollt ihr das etwa nicht? Was wir wollen, ist unsere Ruhe. Jedes Mal, wenn ihr auftaucht, sind es wir, die leiden. Schon gut. Tut mir leid. Lass uns allein. Das ist unsere Heimat und hier bleiben wir. Sid wusste, dass es so laufen wird. Das wird schon noch. Wenn du das sagst. Wir sollten gehen. Okay. Moment, was? Achso, wir sind da und wir müssen nach wo müssen wir? Ah, zum Versteck. Ah, das Versteck gibt's wieder. Okay, gut, hier können wir nicht hin. Entweder gar nicht mehr oder erstmal nicht mehr. Das wird man dann sehen. Aber, okay, dann erstmal zurück ins Versteck. Schwupps. Vor 5 Jahren haben wir das, was für viele ein Symbol der Hoffnung war, ohne ersichtlichen Grund zerstört. Sie können nicht anders, als uns dafür zu verurteilen. Obwohl wir all das für ihre Zukunft tun, sehen sie nur, dass wir ihnen das Leben erschwert haben. Doch das Leid muss an der Quelle erstickt werden. Manchmal frage ich mich, ob wir das Richtige tun. Als Sid von einer Welt gesprochen hat, in der wir unsere Zukunft bestimmen. War ihm egal, ob es richtig oder falsch ist, was wir tun. Solange wir frei sind. Ich vermisse ihn. Eine Welt, in der wir alle gleich sind. Das hat er gewollt. Und wir auch. Darum trage ich seinen Namen. Darum haben wir alle sein Erbe angetreten. Und nichts und niemand wird uns dabei aufhalten.
Wir sind da, ihr Turteltäubchen. Endlich zu Hause. Okay, eine neue Heimat. Aber... Otto wollte mit dir reden. Geh besser zu ihm. Immer was zu tun. Seine Stimme kenne ich doch auch irgendwo her. Von Obolus hier. Soweit ich weiß, ist Otto in der Messe. So wie immer. Ich überlege gerade, ist das die Stimme von hier... nicht von Sid, sondern von Sids Onkel oder Vater oder wer das da war aus Final Fantasy 15? Willkommen zurück, Sid. Werd endlich fertig mit dem Holz, damit wir essen können. Ja, ja, ist ja gut. So, okay. Moment. Hallo, Jill. Otto wird wissen wollen, was in Kostnice passiert ist. Ich glaube, er ist in der Messe. Na dann, ab dafür. Ding, ding, ding. Da, da. Sid. Bleibst du diesmal länger? Mal gucken. Clive, ist alles in Ordnung? Ja, doch. I guess so. So, Otto, wo bist du denn? Da bist du. Na denn. Die Missionen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Jawohl, Doris. Ich sag's den anderen. Ah, da bist du ja, Clive. Hab schon gehört, was für einen Spaß du hattest. Victor lässt grüßen. Kupka haben wir damit kein bisschen zugesetzt. Und von den Trägern, die wir gerettet haben, wollte keiner mit uns kommen. Mit einem Geächteten will wohl keiner was zu tun haben. Irgendwelche Neuigkeiten? Nichts von Bedeutung. Gerf spioniert immer noch die dalmekische Armee aus. Dürfte bald wieder da sein. Alles klar. Wenn etwas ist, ich bin bei Vivian. Die verstehe, wer will. Gibt bestimmt weitaus schönere Orte zum Schmökern als ein ausgeschlachtetes Luftschiff. Und doch ist sie hier bei uns. Sie wird schon ihre Gründe haben. Okay, wer ist denn nun wieder Vivian? Kennen wir ja nun noch nicht. So, Hallöchen, Fräulein. So, wer bist du denn? Ich störe doch nicht, oder? Leben zurück? So langsam glaube ich, es steckt mehr als nur Glück dahinter, dass du dem Tod immer wieder entkommst. Das könnte ich auch über dich sagen, Vivian Neungarn. Allerdings gab es auf mein Leben bisher erst 4 Anschlagsversuche. Keiner auch nur annähernd erfolgreich. Sag, was verschafft mir die Ehre? Hast du etwa Bedarf an einer meiner Lehrstunden? Ist das denn so abwegig? Also gut, beginnen wir mit der aktuellen Lage. Es ist kein Geheimnis, dass sich Eroberer und Geächtete ein Rennen um Valisthea liefern. Nun, vor allem Erstere. Doch Letztere wollen das ändern. Nicht wahr? Die Frage ist nur, wie kam es zu all dem? Lange war Sanbreks Herrschaft über den Nordosten Stürms ungebrochen. Doch mit der Ausbreitung der Fäule begannen die Ränder zu bröckeln. Das Kaiserreich musste handeln und versucht bis heute, noch fruchtbares Land auf der anderen Seite der Meerenge zu erobern. Doch Valut hat Ashra so eisern im Griff wie Odin sein Schwert. Und so wird jeder Landstrich, auf den die Kaiserlichen Fuß setzen, mit deren Blut getränkt. Kein Wunder also, dass Kaiser Silver das Kristalldominium ins Visier nahm. Ein leichteres Ziel mit üppiger Ätherquelle. Vor 5 Jahren,
Während ihr euch an die Zerstörung des Kristalls machtet, rückte das Kaiserreich aus und unterwarf den bis dahin neutralen Stadtstaat. Den Ort, der von sich behaupten kann, der Nabel der Welt zu sein. Aus strategischer Sicht ideal für ein stehendes Heer. Denn von dort rückt jeder Winkel Valisteas in greifbare Nähe. Bisher hat ein Nicht-Angriffspakt Schlimmeres verhindert. Doch sollte Sanbrek ihn offenkundig brechen, wird die Welt nicht lange zögern, es dem Aggressor gleich zu tun. Die Kaiserlichen, die Republik Dalmekia, das Königreich von Valut und nicht zu vergessen die Eisernen. Wer wird am Ende noch stehen, wenn der letzte Tropfen Blut fällt? Du kommst aus Dichasia. Sorgst du dich darum? Ach, der Himmel war schon immer dunkel über dem Dominium. Und doch, trotz allem, bestand es weiter. Und das wird es auch tun, wenn dieser Sturm vorbeigezogen ist. So, natürlich musst du für die Lektion bezahlen. Du musst nur einen Botengang für mich ausführen, dann sind wir quitt. Na gut. Was soll ich tun? Bring dieses Buch zu Harpo ins Archiv. Sag ihm, es war adäquat. Ein Besuch bei diesem Historiker kann ohnehin nicht schaden. Okay, so, Moment. Oh, mein Lieblingsschüler. Über Vivien, bla bla bla, über Vivien, ja. Wenn du Fragen hast, habe ich vielleicht Antworten. Achso, das ist jetzt gar nicht so live-mäßig. Wie immer stehe ich dir und deinen Leuten mit militärischem und politischem Wissen der Vergangenheit und der Gegenwart zur Seite, auf dass du den Weg in die Zukunft finden mögest. Denn um zu verstehen, was noch geschehen kann, muss man begreifen, was schon geschehen ist. Sorg bitte nur dafür, dass ich so viele Informationen über das Geschehen im Valisteia wie möglich erhalte. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu deuten und auszuwerten. Wenn du dich weiterbilden möchtest. Dann erkläre ich dir die aktuellen Geschehnisse nur zu gerne anhand meiner Karte. Manchmal vermisse ich das Unterrichten nämlich ein wenig. Okay, na gut, dann erstmal kurz verlassen. Ich wünschte, unser Historiker würde uns ein paar modernere Werke beschaffen. Ein bisschen frischen Wind. Aha. Nun gut. Sprich im Archiv mit Harpokrates. Gut, so mag wie dat. Moment, hallo Jill. Alle sind so glücklich, uns zu sehen. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Mhm. So, was ist hier links? Achso, da ist der Stein. Ah, ja. Und hier haben wir ihn wieder. So, zum blühenden Amboss. Mhm. Na komm, das stellen wir doch direkt mal her. Yep. Das bringt mir nix. Das bringt mir auch nix. Was das? Gut. Sehr gut. Entschuldigung, dass ich störe, Alter. Ist an dem Schwert da. Oh, Charon, hallo. Was ist denn? Ja, dann bleib mal geschmeidig, Mädel. So. Angeschaltet, Breitschwert, bla. Nö, nö, okay, das sowieso nö, nö, Supertrank, hier, davon können wir mal einkaufen, Elixier, der Preis durch die enorme Nachfrage, das stellt sofort alle LP wieder her, 10.000, what, okay, Alter, ich hoffe, du hast es passend, das, lassen wir mal, 10.000, Alter, verdammt. Ist die bescheuert? So, wer bist denn du hier? Haben wir noch mehr Fleisch? Ah, das Orchestrion. Oh. Ja, okay. Die Hintergrundmusik, die im Versteck spielt, kann am Orchestrion geändert werden. Zur Erweiterung benötigst du Notenrollen, welche bei Hauptaufträgen erhalten werden können oder gekauft oder in Schatzkisten, bla. Mhm.
Was ist das? Hm. Okay. Na gut, nehmen wir das. So. Und jetzt zu Harpokrates. So, der ist da. Komm, geh auf. Hallöchen, Alter. Mithril, ein mächtiges Metall. Mithril ist ein Material von außerordentlicher Härte und faszinierendem Glanz und es sind diese beiden Eigenschaften, die es bei den Waffen- und Rüstungsschmieden Valisteas so begehrt macht. Es hat jedoch noch eine dritte Eigenheit, durch die es Stahl und Horn überlegen ist, seine Beständigkeit. Selbst der beste Stahl schmilzt in Drachenfeuer, wird brüchig in der Kälte oder rostet, wenn er nicht richtig geölt wird. Mithril hingegen ist einmal hergestellt, auf ewig unveränderlich. In diesem Band widme ich mich der Herstellung, Formung und korrekten Verwendung von Mithril. Der schönen Schrank auch. Die Sünden von Djemekis. Sarische Märchen. Okay. So, wunderschönen Buongiorno, Harpokrates. Verehrter Harpokrates. Also den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Manchmal vergesse ich fast, dass ich so heiße. Willkommen daheim, Clive. Wie immer, sehr erfreut. Ich bringe euch ein Buch zurück. Vivian hat es durchgelesen. Was schon? Die Gute verschlingt mehr Bücher als unser kleiner Tito Honigküchlein. Wirklich beneidenswert. Leider bin ich schon etwas zu bejahrt, um in diesem Tempo Dinge zu verschlingen. Egal ob Bücher oder Kuchen. Das hat meine Recherche nach jener Kreatur an Drachenkopf jedoch nicht aufgehalten. Doch ohne Zugriff auf die großen Archive von Oriflam oder dem Dominium ist meine Suche weiterhin erfolglos geblieben. Vergebt mir. Ach, danke trotzdem. Ich werde mich etwas umhören. Vielleicht können wir euch mehr Bücher besorgen. Es sind nicht mehr Bücher, die ich brauche, sondern die richtigen. Vielleicht suchen wir an den falschen Orten. Im Norden gibt es auch Bibliotheken. Ein guter Anhaltspunkt. Vielen Dank. Nicht viele Menschen nehmen das Gerede eines alten, verschrobenen Historikers ernst. Du bist aber anscheinend nicht so alt, um Kuponüsse zu naschen. Er hat die Taschen voll damit. Die klaut er dem Mogri. Ach ihr, wir wissen doch alle, es gibt keine Mogris. Die zwei sind wohl auf? Ja. Doch sie lachen viel zu wenig für ihr Alter. Der Tod ihrer Eltern lässt sie nicht los. Nur zeigen sie es nicht. Titan hat uns allen viel genommen. Manch einem mehr als anderen. Und so tiefe Wunden brauchen viel Zeit zum Verheilen. Sorgen wir dafür, dass sie diese Zeit bekommen. Das werden wir. Doch vergesst nicht, dass auch ihr etwas Ruhe benötigt. Erholt euch. Danke. Greif es bald zurück. Ich sollte mich ein wenig ausruhen. Okay, dann ja, erholen wir uns mal. Allerdings erst in der nächsten Folge. Für jetzt ist erstmal wieder Feierabend. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Oder auch nicht. Moment, geht noch weiter. Gerade erst zurück und schon löst du wieder überall Probleme. Steht dir gut. Die Narbe passt zum Rest. Ich hatte dieses Mal schon so lange, dass ich vergessen hatte, wie es sich ohne lebt. Wie es sich anfühlt, ich selbst zu sein. Das verdanke ich nur dir, Taya. Der Dank gebührt meinem Skalpell. Ah, und übrigens, ein Bote hat einen Brief von Gav gebracht. Er liegt auf deinem Tisch. Warum kein Stolas? Na gut, ich sehe gleich nach. Und dann ruhst du dich aus. So, jetzt aber nochmal. Ich denke mal, jetzt wird mich keiner mehr stören hier. Was auch immer ein Stolas ist. Keine Ahnung. Aber gut, ne? Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.